Aber jetzt begrüße ich mit einem herzlichen Applaus den Thomas Schleppi, den Gitarrist von Death by Chocolate. Ja. Wieso eigentlich der Name Death by Chocolate? Das haben wir jetzt noch nie jemanden gefragt. Das muss also mir ist das ein Scherz oder wirklich? Nein, also, willst du die Wahrheit hören oder irgendeine Fantasiegeschichte? Weil wir sind schon so viel gefragt worden in den letzten 15 Jahren, dass wir uns wildes Zeug überlegt haben. Nein, wir sind auf der Suche nach einem Bandnamen als 16-jährige, wilde, junge Bursten. Wir waren in einem Restaurant, haben viel Bier getrunken mit unserem Englischlehrer. Er hat gewusst, wir suchen einen Namen. Er hat uns gesagt, schaut doch auf die Speisekarte, nehmt den. Dort ist es gestanden, wir haben ihn genommen. Seitdem... Also eigentlich Plagiat schon fast. Nein, weil wir sind ja kein Dessert. Also, das stimmt. Von dem her ist es geil, glaube ich. Und wir haben erfahren, aus mega zuverlässiger Quelle, dass du gar keinen Schoki magst. Ja, das ist wahr. Wer hat jetzt das wieder durchsickern lassen? Ich wollte, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Wir haben unsere Quellen. Nicht wirklich. Und sonst sehr das Süsses? Kein Süsses? Ich muss zugeben, Marzipan. Und Eclair. Aber in Bern kann man nie einen Eclair kaufen. Ich habe es probiert. Das Zeug, immer das Zeug. Ja. Wir haben noch mehr über dich erfahren. So. Ja. Bist du Biolog? Ist das wahr? Mit Schwerpunkt Gewässer. Ich bin ausgebildeter Biolog mit Schwerpunkt Gewässerökologie. Ja, in diesem Sinn. Mhm. Und passionierter Fischer. Haben wir noch? Ja, auch das stimmt. Die Quelle. Wie oft gehst du so? Gehst du raus aufs Bötli ganz alleine? Auf das Bötli oder an Bech zu Fuß, ja. Aber viel zu wenig, als ich, viel weniger als ich will, theoretisch. Immer die Zeit, die fehlt. Ja. Was war dein grösster Fisch, den du jemals gefangen hast? Ich glaube, das war in Griechenland ein Degenfisch. Der war auch etwa 1,40 Meter lang. Muss man aber sagen, die sehen so etwas aus wie Aale. Also sie sind dünn und lang. Also es war nicht ein Monster-Riesending. Also haben wir nicht so viel zum Essen gehabt? Oder nein, hat's... nicht so viel. Wir waren das dritte und ich glaube zweimal gegrillt am Abend. Aber es war nicht so für 20 Familien, 50 Nachtessen oder so. Was vielleicht ein Thunfisch ein grosser würde, aber auf den warte ich noch. Leider. Aber morgen ist Foreneröffnung hier im Kanton Bern. Ich werde um 6 Uhr in Jungen Aare stehen und probieren, die grösste Forelle, die ich jemals gefangen habe, zu fahren. Könnt mir die Daumen drücken. Ja, dann wünschen wir definitiv ganz, ganz viel Erfolg. Merci.